So, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben, Part 50. Ich sag das immer, weil die Videodateien heißen eigentlich fast immer gleich, wenn ich die aufnehme. Und bei Gothic habe ich keine Lust, ständig das Game zu beenden, die Datei umzubenennen und Feuer freizugeben. Jo, gut, das ist oben, nee, das ist fertig, das andere ist noch im Aufbau. So, jetzt wollen wir mal gucken. Alles klar, oben. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus? Nein, nach deinen Klamotten zu urteilen, kommst du von weit her. Was ist los? Mein Kumpel Malcolm ist weg. Uns hat so ein Mistvieh von einem Lurker angegriffen. Da sind wir in diese Höhle geflüchtet. Leider kam der Lurker uns nach. Malcolm hat gegen ihn gekämpft und ist dann mit dem Biest zusammen in das Loch da hinten gefallen. Da unten scheint Wasser zu sein. Der Lurker und Malcolm kämpften da unten noch eine Weile. Dann war es still. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Wie kommt man an die Felsspalte runter? Keine Ahnung. Entweder man klettert runter oder man springt. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Tja, ist das nicht häufig so? Komm hin mit Träumen und dann... Gut, ich weiß, der hat gesagt, wir sollen da... Ich weiß allerdings, dass das kein Problem ist. Ich meine, der Malcolm ist ja auch darunter gefallen und konnte dann auch mit dem Vieh weiterkämpfen. Wollen wir mal. Geronimo! Nein, 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 nein. Ist egal. Stunt-Bonus. Wir müssen hier relativ weit runter tauchen. Wir haben nämlich auch nicht so viel Luft. Können wir nämlich hier, dann kommen wir in eine Höhle. Und auf der anderen Seite können wir dann nochmal so ein Tunnelchen so tauchen. Ja, das mit den Lurkern hier ist ein bisschen eng. Aber es sind ja nur Lurker, da liegt der Malcolm. Naja, sind auch nur Lurker und... Ist jetzt nicht so tragisch. So, natürlich will ich hier erstmal alles so gut ich kann abfarmen. Ah, hier hat sich schon jemand gemütlich gemacht und hat einen Grog hinterlassen. Ein bisschen Kohle liegt hier, ein bisschen Dunkelpilze. Die sind ja, wie gesagt, wenn man weiß, dass man von denen ordentlich was kriegt, kann man, sind die gar nicht mal so unwertvoll. Ein bisschen Schwefel. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen können, aber spätestens zum sinnlosen Verkauf. Hier liegen überall Goldbrocken, nicht so wirklich viele Goldmünzen. Warum ich die aufhebe, liegt einfach daran, dass wir die im Banditenlager viel besser eintauschen können. Entweder können wir die für 3 Goldmünzen, oh, Stufe des 2 und Kampf ist Stufe 3. Yes. Ein bisschen Geschick wäre mir lieber. Zumindest so lange, dass der Typ mir irgendwie... Dingsbums beibringt, weil ich glaube, das brauchen wir mindestens für den Greg, wenn wir jetzt nicht hier den Francis bestechen können. Kriege ich vielleicht auch noch hier hin. So, die haben hier so eine Höhle, die beiden. Die Frage ist, ob sie hier... Ne, hier haben wir nichts, okay. Komm ich da so hoch? Ja, kann ich, okay. So, hier finde ich die beiden. Die wurden von den Banditen abgeschlachtet. Die haben die sich nämlich immer getroffen. Morgens Ring. Das ist nämlich das, was der Morgen will. Jo, das ist eigentlich sehr schade. Aber Jungs, die waren bestimmt cool drauf.
Piraten, muss ich ganz ehrlich gestehen, gefallen mir wirklich in dem Spiel. Haben sie sehr, sehr schön eingebracht. Weil die gefallen mir in dem Sinne... Nein! Nein! Oh. Ich wollte jetzt nicht den Cheat-Modus anmachen, um mich da raus zu glitschen. Manchmal glitschst du in Ecken und dann weißt du nicht wohin und boah. Ekelhaft. Oh, Feuernessel. Ist nicht verkehrt. Hier haben wir ja schon Viecher getroffen. Es müsste hier eigentlich auch leer sein. Hier gibt es, soweit ich weiß, auch keinen Respawn. Da unten sieht man so eine kleine Einkerbung, wo die Höhle gewesen ist. Ansonsten gibt es hier nichts zu sehen. Eigentlich schon genug. Hier eine kleine Höhle, wo die Jungs drin liegen. Hier eine kleine Höhle, wo wir rausgekommen sind. Den Stunt-Bonus haben wir mitgenommen. Jo, das ist doch schon mal ganz nett. So, dann sagen wir dem, dass sein Kumpel halt hier das Zeitliche gesegnet hat. Weiß nicht, ob er uns dann irgendwas gibt oder ob es einfach nur... Dein Kumpel Malcolm ist tot. Na, wenigstens bei XP. Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Du bist echt mutig, weißt du das? Ich hätte das mit der Feldspalte nicht fertig gebracht. Ach, easy. Hast mir wenigstens was geben können dafür, du Lümmel. Naja, dann halt nicht. Aber XP sind XP. So, dann gehen wir mal... wer war denn das mit dem Amulett? Bill war das, glaube ich, ne? Ne, Malcolm. Oder? Morgan. Stimmt, 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 stimmt. Genau, dem bringen wir das Ding jetzt. Sagen dem morgen hier, jo, die beiden Jungs sind tot. Findet er natürlich ein bisschen schade, so ein bisschen zumindest. Es ist zwar ganz nett, dass du da stehst, Alligator Jack, gibt's aber irgendwie... Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Ich brauche Geschick, wäre ganz cool. Ah nee, du kannst mir ein bisschen nur ein Jäger. Also was heißt nur, ey? Ich habe großen Respekt vor dem Jäger hier. Mann des Fleisches. Aber... Warte mal, da war doch irgendwas Leckeres. Ah, Waldbeeren. Yeah. Das Problem ist, die Waldbeeren sehen halt genauso aus wie die Goblinbeeren. Du hast mir nichts mehr zu sagen, Henry. Erstmal. Alles nur Gerede. Garrett brauchen wir auch nichts zu sagen, obwohl, warte mal. Zeig mir deine... Der hat nichts Besonderes, aber vielleicht kann ich dir was verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Einhandwaffe. Bard Axt. 90-90. Doppelaxt. Was haben wir hier? 85-85, eine Einhandwaffe. Ich wundere mich. Und dann kann das weg. Mehr. 85, 65, 60. Will ich mal gucken, was haben wir denn hier? 60, 50. Das habe ich noch gar nicht. Dann kann der Piratenseele nämlich weg. Seid Greg weg. Das war doch seine Entscheidung. Zack. Der kann weg. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Rostiges Zweihand kann weg. Rostige Axt kann weg. Rostiges Schwert kann weg. Die Spitzhacke, wie gesagt, behalten. Die Sichel kann weg. Dass du das nicht gewusst hast. Oh, die magische Armbrust wäre natürlich nice. Langbogen. Die Frage ist, ja, werde ich den jemals... Eschenbogen. Feuerbogen. Die Bögen sind natürlich ganz nice. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch Aber glauben ist die Frage... Soll. Ja, der Weidenbogen kann weg. Feuerbogen, Escherbogen, Langbogen, die werde ich sowieso, so viel Geschick werde ich wahrscheinlich sowieso niemals haben. Das war doch schon vorher Muss man auch klar. einfach so sagen, wie es ist. Was haben wir hier?
Morgensring, Ring der Krieger, Schutz vor Waffen, Geschicklichkeitsbonus. Das ist eine schlimme Sache. Die behalte ich erstmal, vielleicht kann ich den einen oder anderen noch mal gebrauchen. Die Schärfe des Feuers auch. Von mir erfährt keiner was. Gut, goldener Kelch, das ist ein Blutkelch, den behalte ich mal. Alte Münze, kann ich ja beim Kingsbums loswerden. Das sind auch Sachen, die der Magier gebrauchen kann. Goldene Schale, goldene Halskette, hier golden so ein Kram. Hier Goldbrocken, entweder drei oder gibt es zu den Banditen. Dann sieht das wie alles etwas anders aus. Gut, macht nichts. Skip. Nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Mausetot. Ach, die armen Teufel. Tja, hatte ich auch nicht anders erwartet. Du solltest die Sache Bill erzählen, falls du es nicht schon getan hast. Aber bring's ihm schonend bei. Er ist noch jung. Ja, aber er ist ein Pirat, also bitte, der wird dann schon irgendwie verkraften. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Hey! Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren knallhart. Diese verfluchten Banditen. Möglich. Diese verfluchten Mistkerle. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Ich arbeite dran. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Jo, verstehe ich. Zeig mir... Vergiss es, du musst entweder... Warte mal, kann ich mit dem Geschickring einen Wert übersteigen? Ich weiß nicht, ob er dem... Gewandtheit... Jetzt habe ich Geschick 38... Hey, zeig mir die... Vergiss es, du musst ent... Okay. Ich weiß nicht, ab wie viel der mir das beibringt. Schutz vor Feuer? Nö. Schutz vor Waffen? Na, Schutz des Holzes, Pfeile, Feuer, Geschicklichkeitsbonus, Schutz vor Waffen ist vielleicht gar nicht schlecht. Und hier Ring der Unbesiegbarkeit ist natürlich ganz nice. Jo, wir können jetzt hier nicht mehr viel machen. Wir könnten eigentlich noch die Gegend erkunden. Das wäre die nächste Option. Oder aber wir könnten wirklich schon mal... Was? Wegen Angus... Ich habe sie gefunden. Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wo sind sie? Sie sind tot. Der Ring. Was ist mit dem Ring? Hier ist er. Ja, das ist er. Guter Mann. Hier, nimm diese Steintafel. Sie sieht zwar aus wie alter Ramsch, aber Garrett wird eine Menge Gold dafür springen lassen. Gucken wir mal, alte Steintafel. Schade. Unterrichte mich. Ich würde gerne ein bisschen Geschick lernen, nicht Einhandwaffen. Obwohl Einhandwaffen auch nicht schlecht ist. Unterrichte mich. Nehme ich nochmal einen 10er Einhandwaffen mit. Warum nicht? In Zukunft musst du noch lernen, mehr Kraft in deine Schläge zu legen. Alles klar, Chef. Leg dich wieder hin. Ne, jo, Kämpfer ist eigentlich ganz gut hier. Warum eigentlich nicht? Bam, 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 bam. Dem können wir nämlich hier... Ich frage erst nochmal, ob die noch was zu tun haben. Ich müsste eigentlich zurück nach Corinis mir nochmal ein bisschen Geschicklichkeit holen für meine Lernpunkte beim nächsten Mal. Sind ja auch schon fast wieder soweit. Gibt's doch im Moment nicht. Such dir erstmal eine Code. Oh Mann, morgen, morgen. Das Zeug ist gut. Das ist übrigens auch derselbe Morgen, der sich später dann abgesetzt hat und hat eine eigene Schnapsbrennerei mit dem Samuel aufgemacht. Können wir heute noch kaufen, Captain Morgan. Nee, war natürlich ein Spaß. Obwohl, wer weiß, Morgan, Greg ist gestorben, dann ist er Morgan Captain geworden. Ja. Meinst du, mir geht es besser?
So, das Problem ist, wir können natürlich... Mit dem müssen wir quatschen. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Jeder Seefahrer, ach, was sag ich, jede verruchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Greg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht, was er angeordnet hat. Einige von den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Auch wer versucht hat, in seine Hütte zu kommen, naja, glaubst die Leine. Du. Oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. 1000 Goldstücke könnte ich dem geben. Wir könnten den auch verprügeln. Ich glaube, das wäre sogar die einfache Variante, weil 1000 haben wir zwar, ich glaube aber, der will 2000 haben, weil es ein geldgieriger Drecksack ist. Alte Steintafel, die bringt uns natürlich gar nichts. Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir uns mit dem anlegen. Na, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Was? Ich bin hier der Captain. Ich werde dir Respekt beibringen, du Landratte. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir brauchen nur den Schlüssel. Na komm, diesen Schwert brauchst du sowieso nicht. So, wenn wir jetzt rauskommen, ist der Greg wieder da. Wir brauchen aber die Banditenrüstung, die hat er aber Bones gegeben. Weil das nämlich sein Auftrag wird, das wird er uns gleich sagen. Machen wir erstmal hier alles leer, was wir können. Das macht nämlich gar nichts, da steht er nämlich gleich schon wieder. Hallo, ich will den Ring. Da ist nichts mehr drin. Den Sextanten nehme ich gerne mal mit. Ja, der wird uns schon ein bisschen anschnauzen. Aber das macht nichts. So, haben wir schon. Hier gibt es nämlich auch ein Buch, Notiz, Fischer William, Nachricht, Konstantinus Kräuterliste, Lucias Abschiedsbrief, nö. Ah, hier ist es drin. Die Truhe müssen wir angucken. So. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder ins See stechen können. Werde wohl mal ein ernstes Wort mit dem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieses Arsch? Wahrscheinlich sollte das dieser Arsch sein. Hat mich von seinen stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein Speichellecker Blatthöhn werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Wenn er nicht bald zahlt, werde ich eine andere Seite aufziehen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss rausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit einem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Ärzte in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager, damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort rausfinden, was Raven vorhat. Hab ich nicht noch irgendwo ein Logbuch? Gibt's nämlich auch hier zu finden. Schatzkarte. Das ist die Schatzkarte. Da hat er nämlich seine Sachen ja überall versteckt. Ist egal, ich werde jetzt nicht auf Schatzsuche gehen, aber...
Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. Joe, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Das ist doch alles nur Gerede. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu tratschen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Jo. Gut. Okay. Wir sind jetzt... Haben wir jetzt schon die Piratenrüstung an? Ja. 50-50. Schutz vor Magie. Und die gibt uns ein bisschen mehr. Ah, oh, die Piratenrüstung. Ah, wir sind ein Pirat. Ich werde aber nochmal eine Runde pennen gehen. Wir können uns jetzt einen Intertrupp mitnehmen. Natürlich nur bei den Leuten, die halt nicht wirklich beschäftigt, die halt hier nicht beschäftigt sind. Also Skip werden wir nicht mitnehmen können, Garrett werden wir nicht mitnehmen können. Aber die anderen Lümmel, auch den Alligator Jack können wir mitnehmen. Hey du! Puh, diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Klar! Hier, nimm einen Schluck. Danke, Mann. Mir geht es besser. Was machst du so? Ich muss mich um die gefräßige Mannschaft hier kümmern. Deswegen stehe ich hier Tag und Nacht und brate mir einen Wolf. Dabei würde ich viel lieber am Strand und im seichten Wasser nach angespültem Treibgut suchen. Letzte Woche ist vor der Küste ein fettes Handelsschiff auf Riff gelaufen. Und die ganzen guten Sachen werden jetzt an Land gespült. Hoffentlich löst mich hier bald mal einer ab. Ich mag den. Hat er mitten im Satz irgendwas geändert? Du sollst mir helfen. Befehl von Greg. Gut. Komm mit. Gut. Gut, der kommt jetzt mit. Der Brent natürlich auch. Du sollst... Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg. Wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein. Komm mit. Bin schon da. Komm mit. Ich kann nicht weg, ja. Ich versuche gerade mich entspannen. Befehl von Greg. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Da gibt's einen Haufen Viecher. Und Razor, die sind nicht ohne. Ich weiß. Kommst du jetzt? Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. Gut, ich habe jetzt drei Leute. Ansonsten... Du sollst... Befehl von Greg? Du hast es erfasst. Der Canyon wartet. Aye, aye, Captain. So, wir kriegen unseren eigenen Trupp. Hurra, wir sind Piraten und wir werden nicht aufgeben.
Wir werden jetzt uns die Razor in den Canyon annehmen. Mir ist es schon mal passiert. Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Jo. Den Alligator-Check, den nehme ich natürlich mit hier. Mit dem Buddy war ich schon mal auf Jagd. Wir können entweder die Razors jagen und hauen die alle ab, oder wir können die Orks irgendwie mit denen platt machen. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Der fragt nicht lang, der ist eiskalt mit dabei. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal speichern. Und dann würde ich auch sagen, beenden wir den Part und machen das im nächsten Part. Dann ist es auch alles safe unter einem Dach. Also dann macht's gut, ciao.